So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Der Ditchen wollte eigentlich auch da sein, aber der ist schon wieder nicht erreichbar. Keine Ahnung, Handy aus, Akku tot, Ditchen tot, alles tot. Deshalb ziehen wir jetzt mal alleine los. Jetzt, Freitag, ist auch die Höhen-Nostalgie-Forschung gestartet. Ihr wisst ja, Kanto und Johto haben wir schon hinter uns. Jetzt geht es also um Höhen, wo es am Ende dann auch ein Groudon gibt. Wir gucken mal auf die Aufgaben. Ihr seht hier in der Nearby-Liste schon ein Pikachu, ein einziges. Das ist aber rar gesät. Wir hoffen, wir kriegen natürlich wieder ein Shiny. Eins wollen wir dann ja auch wieder verlosen. Wir gucken mal auf die Aufgaben. Fange 3 Pokémon vom Typ Pflanze, Wasser oder Feuer. Fange ein Pokémon vom Typ Gestein. Die zwischendrin ist schon fertig. Weiß ich leider nicht, was das für eine war. Gibt es auf jeden Fall 5 Sonderbonbons. Die heben wir uns auf, holen die später ab und gucken jetzt mal nach Pflanze, Wasser, Feuer und Gestein. Vielleicht kommt der Ditch noch dazu. Wir wollen ja heute wieder alle 9 Kapitel auf einmal machen. Vielleicht kommt er zwischendurch irgendwo angeschlittert und ich sehe den noch. Dann seht ihr nachher auch noch den Ditchen. Wir ziehen erstmal los und fangen ein paar Pokémon. So, da sitzt auf jeden Fall schon mal ein Stolunior. Eigentlich dachte ich, das ist Stahl und Boden. Aber irgendwie zeigt Stahl und Gestein an. Das heißt, wir können das Gesteins-Pokémon jetzt mitnehmen. Da saß auch noch ein Samurzel hier irgendwo beim Firenze, beim Kaffee. Ist jetzt, glaube ich, die Spawn. Wir brauchen aber auf jeden Fall nur noch ein anderes, dann können wir nämlich das erste Kapitel schon direkt abschließen. Gestein hat auf jeden Fall dazu gezählt. Wir nehmen einfach hier oben das Flemli mit. Das ist ja Feuer. Und das müsste auf jeden Fall auch zählen. So, einmal hüpfen. Gerade habe ich noch mit der Sabrina getalkt über mein neues Video, was ich jetzt heute hochladen wollte. Aber jetzt muss ich erstmal raus, muss erstmal die Kapitel machen. Solange kann ich mir noch überlegen, wie ich es jetzt mache. Ich brauche nämlich noch ein Thumbnail. Wir schließen erstmal das erste Kapitel ab, haben hier ein paar Bälle, haben ein paar Sonderbonbons, 500 Staub. Da gibt es auch schon die erste Pokémon-Belohnung. Vielleicht können wir euch wieder irgendwo abstellen. Laufen wir zum Pissedino. Ein Nasknet. Das ist doch schön, natürlich auch vom Typ Gestein. Wird ja dann auch Stahl. Das können wir natürlich bewerten, weil es aus der Quest kam, hat das ja vielleicht auch relativ gute IV. Ich stelle euch, eigentlich brauche ich euch gar nicht abstellen, oder? Das ist eigentlich sinnlos, oder? Guck, abgestellt, ne? Drin können wir euch schon wieder aufnehmen. Das ist immer so, wenn man alleine rumläuft und redet mit sich selbst und 1000 Leute gucken. Das ist schlecht, das können wir auch wegschicken. In der Großstadt ist das was anderes, da interessiert das keine Sau. Da könnt ihr rumlaufen, machen, was ihr wollt. Es kennt euch keiner, hier kennt euch jeder Zweite und jeder guckt schräg. Verwende ein Power-Up bei einem Pokémon, lande 3 gute Würfe, fange ein Pokémon vom Typ Kampf. Hier sitzt nichts. Wir können aber das Power-Up gleich noch machen. Da haben wir nämlich das Darkrai genommen letztens. Und haben beim Darkrai immer mal einen Push drauf gegeben. Können wir jetzt hier auch nochmal machen. Komischerweise waren es letztens 3 Power-Ups. Oder einmal waren es 10 oder irgendwas. Jetzt ist es ein Power-Up. Machen wir halt 1. Ne? Geht es auf jeden Fall schneller. Ein Power-Up gegeben. 3 gute Würfe und ein Kampf-Pokémon. Wir nehmen einfach mal das Tuska, weil das hier auch rumsitzt. Das war das erste Pflanzen-Pokémon, was ich vorhin hatte. Da haben wir auch den nächsten guten Wurf. Wenn es jetzt rauskommt, können wir wahrscheinlich die Würfe an dem noch fertig machen. Brauchen dann nur noch ein Kampf-Pokémon. Richtung Strich. Richtung Caridas-Gas. Wir nehmen mal das Eneko mit. Eneko kann ja Shiny sein. Ist ja das neue Shiny, was jetzt eingeführt wurde mit der Höhengeneration. Ich glaube, ich mache dann einen Cut, suche noch das letzte Kampf-Pokémon, denn das kann dauern. Ich wüsste gar nicht, was Kampf ist hier. Makuhita. Zählt Makuhita zu Höhen? Ich weiß es nicht. In der Nearby-Liste haben wir auf jeden Fall nichts. Zur Not können wir uns natürlich einen Rocket Stop suchen mit Kampf-Pokémon, können den mitnehmen, aber. Ich guck mal, vielleicht gibt es irgendwo einen Rocket Stop. Das habe ich das letzte Mal schon gehabt mit irgendwas anderem. Da wollte ich einen Stahl. Stahl war es, glaube ich. Habe ich auch ewig keins gefunden. Jetzt das gleiche Problem eben bei Kampf. Wir laufen mal Richtung Caridas-Gas. Vielleicht finden wir da trotzdem noch was.
So, wir sind hier in der Caritasgasse angekommen und ich glaube, ich habe schon wieder einen Denkfehler. Denn ich glaube, ich mache es mir wieder komplizierter, als es sein muss. Wir haben eben einen Stein gebraucht, haben eins gehabt in der Aufgabe. Das heißt, vielleicht sollten wir nicht warten, bis wir alle Aufgaben fertig haben und dann einlösen, sondern einfach mal zwischendurch einlösen. Die sind nämlich bestimmt so schlau und haben hier in die Pokémon-Belohnung einen Kampf-Pokémon gemacht, sodass ich damit mit der zweiten Aufgabe die dritte Aufgabe schon fertig habe. Wir drücken mal drauf. Du musst erst deinen Forschungsdurchbruch abholen. Dann müssen wir das halt machen. So, den Feldforschungsdurchbruch. Jetzt kann ich euch aber mal abstellen. Einfach hier aufs Fensterbrett. So, solange keiner rauskommt. Da müsste ja immer noch Shinux drin sein. Das nehmen wir mal mit gelber Beere. Ein 500er ist ja das 100%ige, wenn es Level 20 ist. Das hat leider nur Level 15, deswegen habe ich keine Ahnung. Bewerten wir aber auch gleich. Gibt es auch extra Bonbons bei Shinux? Ihr wisst, 26 Stück, glaube ich. Also es würde nochmal 13 geben. Mit gelber Beere dann 26. Deswegen immer gelbe Beere drauf. Gerade beim Feldforschungsdurchbruch. Hat trotzdem schlechte IV, braucht man also eigentlich nicht. Und jetzt können wir mal gucken, ob das wirklich so genial ist, wie ich dachte, wenn wir das abholen. Es ist gar kein Kampf-Pokémon. Haben sie mich wieder komplett verarscht. Dann machen wir es halt anders, dann holen wir es trotzdem. Hä? Ach, jetzt steht's hier unten. Wir holen das trotzdem nachher ab und müssen halt trotzdem noch ein Kampf-Pokémon suchen. Ich dachte, das ist jetzt so einfach. Hier ein Mediti ist. Wo ist das denn wieder? Auf dem Markt, bei der Braugasse auf jeden Fall. Ich mache mich auf den Weg zur Braugasse und hol das Mediti ab. So, auf dem Weg zum Mediti. Hier sitzt auch ein Pikachu. Das erste mit Rayquaza-Mütze. Das nehmen wir mal mit. Dann müsste auf jeden Fall hier am Ende der Straße das Mediti auftauchen. Sky! Hier kann man also Wrestling gucken, wenn es offen hätte. Der Königsapfel. Wenn ihr mal in Hibus seid und Bier trinken wollt, kommt zum Königsapfel, genau. Man muss ja hier mal die Kneipen und Bars und Gaststätten. Ich weiß zwar nicht, was da dran Gaststätte sein soll. Aber egal, muss man alles supporten auf jeden Fall. Überall, wo es Bier gibt. Die Sonne ist trotzdem doof. Ich stelle mich mal hier rüber vor die Speisekarte. Gibt es bestimmt Bockwurst oder so. Bierchen und Würstchen, wer kennt's nicht, von Bud Spencer und Herr Renzel. Jetzt bleibt doch mal drin, das Mediti haut ab. Klasse, siehst du, ihr müsst nur rumstressen, dann passt das auf jeden Fall. Hier sitzt, ich sehe aber kein Mediti. Jetzt, da ist es. Da sitzt sogar noch ein zweites Pikachu. Mediti könnte natürlich auch shiny sein, brauche ich aber nicht, habe ich schon alles. Vielleicht ist das Pikachu aber shiny, wenn nicht, nehmen wir es zur Überblendung einfach mit, tippen es nur an. Machen aber, ach, was ist denn? Die sind aber heute hartnäckig. Die Höhenregion, wer kennt sie nicht? Ich sehe, der Ramses ist schon wieder außer Puste, ne? Ich habe der Sabrina auch versprochen, dass ich kein Bier mehr trinke. Ein Jahr lang. Aber wenn die Kamera aus ist, kriegt sie es ja nicht mit, was da passiert. Nein, aber man merkt ja schon, ich pfeife immer aus dem letzten Loch. Oh. Jetzt muss ich das unten erst noch abholen. Stimmt ja, da war ja noch ein Stollrack drin. Da stelle ich euch mal wieder ab. Warte, hier aufs Fensterbrett. Das ist schön, überall wo man hingeht, sind Fensterbretter. Da können wir auch mal eine gelbe Beere nehmen. So. Natürlich nicht in den Kreis getroffen. Ich hoffe, mein Bobs guckt nicht raus. Stollrack, 10 Bonbons, beziehungsweise hätte ich das auch bewerten können, habe ich jetzt vergessen, kam ja aus der Quest, deswegen 14, 12, 14, vielleicht ist das auch nur 11, ich weiß es nicht. Wir tippen mal kurz nur das Pikachu an, könnte ja shiny sein, lösen jetzt aber die restlichen Aufgaben hier ein. Nochmal Bären, nochmal Staub.
Und zweites Kapitel gibt's ein Kampf-Pokémon. Ah, jetzt verstehe ich das. Das kam nämlich nicht aus der kleinen Aufgabe, das gibt's immer am Ende des Kapitels. Das Pokémon, was ihr gebraucht habt. Ich stelle euch mal hier auf den dreckigen Mülleimer und fange noch das Hariyama, wieder mit gelber Beere. Solche Endentwicklungen, Bosse, sonst was, kann man ja immer schön mit gelber Beere fangen. Und er hat so große Pfoten, wie kann man da eigentlich daneben treffen? Das sind bestimmt schon wieder die Aufgaben für das nächste Kapitel. Lande 3 gute Curveball-Würfe. Da wird schon wieder kräftig gespoilert. Der Brian heute auch, kurz bevor das Zeug losgeht, postet er erstmal in die Gruppe rein, die ganzen Aufgaben und die ganzen Belohnungen und alles und hin und her. Ich habe mir gedacht, nein, ich will mich doch immer überraschen lassen. Das war das zweite Kapitel, aber wir haben noch das dritte. Schicke ein Geschenk an einen Freund, lande 3 Curveball-Würfe, fange ein Pokémon vom Typ Elektro. Naja, da können wir ja theoretisch das Pikachu gleich mitnehmen, dann haben wir schon unser Elektro-Pokémon. Ein Geschenk können wir auch rausschicken an die Sabrina. Wir sind letztens nämlich auch Glücksfreunde geworden, das ging relativ schnell. Seitdem wir jetzt Best Buddies waren, Best Friends, hat das gar nicht lange gedauert, dass wir auch Lucky Friends wurden. Bei Dani der Dicke zum Beispiel sind wir schon ein Jahr dran, jeden Tag eine Interaktion und es passiert einfach nichts. So, noch ein Curveball-Wurf, da nehmen wir hier mal das dicke Sengo, das hat nämlich auch einen riesengroßen Kreis. Gehen auf Nummer sicher, schießen nach dem Angriff, dass das auch sitzt. Natürlich kommt es raus, aber die Aufgabe müsste ja trotzdem fertig sein. So, das ist nur gut, reicht aber trotzdem für die Aufgabe. Wie es hier aussieht, alles ausgestorben. Besser als auf dem Markt. Da sehe ich schon wieder Fensterbretter. Da kann ich mich gleich. Ach, das ist immer noch nicht drin. Da kann ich mich gleich wieder abstellen. So, großartig. Wenn es jetzt nicht drin bleibt, machen wir einfach fabelhaft. Damit es sieht, dass wir es ernst meinen. Wir hängen uns hier mal an die Laterne. Hier ist Sackgassenschild. Schicken noch ein Geschenk an die Sabrina. Stein, Zeug. Wir können kein Geschenk schicken. Dann gucken wir mal, ob wir dem Dani schicken können. Wir können kein Geschenk schicken. Dann machen wir es ganz anders. Wir gehen einfach auf. Nach was machen wir es denn? Nach Spitzname sortiert. VIP. Der da ist, ist nämlich VIP, Brudi. Dem können wir aber auch keins schicken. Gibt's halt von Sören Löffler. Geht auch nicht. Marcel Dose, nee, das ist ein Levelaufstieg. Licht und Korn geht auch nicht. Hannes Black. Richtig genial. Dem schicken wir mal hier eins von Hibu. Wenn wir da eins haben. Müssen nur bis runter scrollen. Haben wir nicht. Gibt's halt einen Budapester. Damit ist die Aufgabe jetzt aber auch fertig. Und das war im Prinzip schon das dritte Kapitel, das war die erste Folge. Wir müssen die Belohnungen noch abholen. Jetzt bin ich schon wieder am ein Rauch, 500 Staub. Stellen Sie mal kurz hier ab. In der Hoffnung, dass das niemand mitkriegt so lang. Ein Weilmar, das nehmen wir mit. Da braucht man ja auch immer 400 Bonbons, um das zu entwickeln. Manche haben bestimmt noch gar keinen Wailord entwickelt, ist aber trotzdem ein cooles Pokémon, vor allem wenn ihr das in der Arena setzt, wie riesig das einfach ist und wie es die ganze Arena einnimmt. Da natürlich auch wieder den IV-Check, weil es ja aus der Aufgabe kommt. So. Das dürfte sogar ein 98, 96, 93er sein, wenn mich nicht alles täuscht. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Und wir haben noch die Pokémon-Belohnung. Müsste ja eigentlich jetzt ein Elektro-Pokémon sein, weil wir ein Elektro-Pokémon fangen mussten und bisher gab es ja dann immer sowas. Ein Voltenso. Na bitteschön, wer sagt's denn? Ein Elektro-Pokémon als Belohnung im Kapitel 3. Irgendwie werden die Aufgaben von Nostalgieforschung zu Nostalgieforschung immer leichter, oder? Kann das sein?
ich fand, Kando hatte immer noch die stärksten Aufgaben oder die stärksten Belohnungen, die stärksten Gegner. Wir bewerten das auch noch mal kurz. 13, 15, 10. Gut, nehmen wir mit. Ja. Wie es weitergeht mit den nächsten Aufgaben, sehen wir dann im Kapitel 4. Das war es also von dieser Folge. Ich glaube, ich habe nur zwei Überblendungen drin oder irgendwas. Den Rest haben wir fast alles am Stück erledigt. Aber das seht ihr wenigstens. Das sind sie, die Spoofer, die hier in der Gegend rumspoofen und ihre dreckigen Aufgaben erledigen. Wir melden uns auf jeden Fall zurück im nächsten Kapitel. Schreibt mal rein, wie ihr die ersten drei Kapitel fandet, wie ihr die Belohnungen fandet. Cool, nicht so cool. Ich glaube, das coolste war das Hariyama, weil das eigentlich ein cooles Pokémon ist. Aber bisher fand ich die Kando-Belohnungen immer noch am coolsten. Damit ist man aufgewachsen. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out. Vorhaut, euer Ramses.